Ich begrüße euch zurück bei Vikings Wolves of Midgard. Da sind wir wieder. Und den ersten Runenstein haben wir schon gefunden in Hagalas, nachdem wir im letzten Part gegen einen sehr nervigen Boss kämpfen mussten. Ich habe seltsame Schiffe auf See gesehen in der letzten Zeit. Und nun holen wir uns den zweiten. Und dafür müssen wir zurück in dieses Dorf mit diesem komischen Sumpfgebiet da. Ich freue mich gar nicht. Aber was ist, was es ist. Nicht wahr? Pflichtbewusst, wie sie waren, setzten die Jarnung die Ulfung rasch über die fremden Angreifer in Kenntnis und erbaten umgehenden Beistand von ihrem neuen Häuptling. Na, ich hoffe, diesmal leisten sie auch ein bisschen mehr. Nachdem sie in den entlegenen Hafen der Jarnung eingelaufen waren, erreichten die Ulfung ihre Siedlung, ungewiss, was sie erwarten würde. Ich hoffe, meine Mates helfen mir jetzt hier auch ein bisschen mehr. Ihr seid gekommen. Womöglich werdet ihr ein besserer Häuptling sein als jene zuvor. Hört auf mit dem Geschwafel und erklärt mir, warum ihr mich hierher geschleppt habt. Fremdartige Schiffe erschienen im Morgengrauen, beladen mit sonderbar anmutenden, glänzenden Kriegern. Sie vertrieben uns aus dem Bergwerk und sperrten uns in diesen Teil des Dorfes. Immerhin kümmern sie sich nicht um unsere Belange. Ich glaube, sie trachten bloß nach unserem Eisen. Der Hafen ist verbarrikadiert und sie beladen ihre Schiffe mit allem, was nicht nied- und nagelfest ist. Ihr seid genauso schlimm wie mein eigener Clan. Wir sind alle dazu bestimmt, Krieger zu sein, wisst ihr? Ich hatte keine Ahnung, dass es einen solch abscheulichen Gestank gibt. Niemand stellt sich mehr in den Weg. Meine Angriffsgeschwindigkeit ist aber schnell, oder? Also, die ist mit Sicherheit eigentlich nicht schneller als sonst, aber irgendwie. Erdpriester? Okay, der kann sich für eine Zeit unverwundbar machen. Ist auch cool für ihn. Was ist denn hier eigentlich? Achso, ein Altar. Ah, okay, ja gut, wir haben nicht genug Blut dafür. Dann bringt das natürlich nichts. Diener dieser Hexe, lasst mich euch von eurem Leid befreien! Ja, Diener der Hexe würde ich mich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt nennen. Wir arbeiten aber mit dir zusammen, kann das sein? Seitdem wir den ehemaligen Anführer besiegt haben. Okay, hier sind die Mates aber ein bisschen mehr präsent tatsächlich. Du kommst hier nicht vorbei! Oh doch, komm ich. Oh Jesus Christ, jetzt fuck mich doch nicht ab, du scheiß Erdpriester. Der hielt sich ja dauerhaft. So, dann war es das auch schon wieder mit meinen Mates. So. Jetzt, das habe ich gerade erst gesehen, dass sie wieder fallen sind. Du hast dich mit der falschen Schildmaid angelegt. Fledermäuse hier. Hilfe! Irgendjemand! Warum liegt das Loch so wie ein Wallach? Ich bin ein Jäger dieses Dorfes. Ich halte die Fallen in dieser Höhle instand. Ich habe mich vor den Soldaten versteckt.
fiel dabei aber in eine Grube, die ich vergessen hatte. Das ist wahrlich ironisch, findet ihr nicht? Nehmt meine Hand. Ich ziehe euch aus eurer törichten Lage. Ich stehe in eurer Schuld. Rasch, wir müssen die Sumpfhexe finden. Nur sie kann uns beistehen. Au, das sticht! Jetzt kann sie ja mal den Buff auf mich wirken, den sie auf den anderen da gewirkt hatte. Ja. Sie sagt zwar, ich bin umgeben von Narren, aber läuft dabei noch in alle Fallen rein, die es hier überhaupt gibt. Tod unseren Feinden! Junge, diese Erdpriester sind unfassbar nervig schon wieder. Immer dieses durchgehende Healen auch. Mann! Stirb jetzt endlich mal, Alter. Weitergehen. Ach so Scheiße, hier ist ja wieder arschkalt. Ich muss unbedingt hier. Wohl lernen, mit weniger Fingern auszukommen. Soll mal nicht rum hier. Runter oder was? Irgendwie muss ich doch. Okay, das war gerade weird, weil ich nicht runterlaufen wollte. Ach, wir sind wieder im Sumpf, ne? Oh, und hören wir bloß mit Wildschweinen auf, davon habe ich wirklich genug. Viechern sowieso. Da fighten meine Jungs wieder. Du kannst mich nicht besiegen! Ja, ich musste jetzt stehen bleiben, damit ich ihn auch wirklich kriege. Also muss ich mich nun durch diesen Schmutz schlagen, um eine Trollhexe zu finden? Oh.
Kehrt um, bevor mein Zorn euch ereilt! Nun verlangt ihr also meine Hilfe? Wie vergnüglich! Ich werde euch ein Geschenk machen, ob ihr wollt oder nicht. Steige auf, Eisen des Sumpfes, auf mein Kommando! Ja, klar will ich dieses Geschenk. Ja, lol! Ich hab das vorhin als Witz gesagt, sie hat mich wirklich zu diesem Monster gemacht. Die Außenseiter haben ihr Quartier am Strand aufgeschlagen. Lol, geil. Nun, und bestraft sie für ihre Frechheit. Ich bin tatsächlich zu diesem Monster geworden. Das ist episch. Das ist sehr, sehr nice. Das finde ich mega cool. Rollen können wir uns jetzt natürlich nicht mehr, ne, wenn wir so ein fetter Haufen sind. Boom, get fucked. So, wollen wir mal gucken, was unsere Fähigkeiten drauf haben. Richtig, wir können auch genau das gleiche, was er konnte, als wir gegen den Boss gekämpft haben. Wir können wirklich einfach den Boss spielen. Sag mal bitte, ich kann so gegen den Boss kämpfen. Okay, wir haben kein Inventar und können nicht aufheben. Vier Feinde mit nur einer Nahkampfattacke. Ja, das geht auch nur mit dem hier, ne? Es sei denn, man kriegt später noch richtig krasse Nahkampfattacken zu. Leute, wir können wirklich unseren Bosskampf so kämpfen? Wirklich? In diesem Aufzug kommt ihr, um mich zu bekämpfen? Ehrlich gesprochen weiß ich nicht, warum sie mir überhaupt eine Armee zur Verfügung stellen. Bischof der Erde. Oh shit, nee, doch nicht. Sagt, was wollt ihr? Ich spreche nicht mit Leuten mit lustigen Hüten. Bringt mich zu eurem Anführer. Ich führe hier die imperialen Truppen an, auf Befehl seiner Eminenz, des Bischofs des Meeres, Prälat des Imperium Romana. Sollte ich das verstehen? Ich denke, ihr meint, kämpft mit mir. Und den Gefallen tue ich euch gerne. Oh, da kann sich auch wieder unbesiegbar machen, wahrscheinlich. Haltet euch fern, Barbaren! Ihr könnt mir kein Leid zufügen! Oh shit, oh shit, oh shit. Ach, ich muss die... Ach, so. Alter, ich krieg Damage, obwohl ich gar nicht in seinem Dings drinstehe.
Was soll denn das? Ich muss die Felsen erstmal alle kaputt machen, damit er keinen Rückzugsort mehr hat. Oh Gott. Ja, genau. Alter, what the fuck ist das für ein Boss? Oh mein Gott. WTF. Also wenn seine Scheißattacken hier nicht schon genug, kann der auch noch das gleiche, was ich konnte, als ich Wächter war. Okay, gerade macht er nichts, das ist gut. Ach man. Aber mein Glaube an die Vanir wird mich vor jedweder Attacke schützen. Ich glaube, würde ich vor gar nichts beschützen, das Fuck. Das letzte. Ein wahrlich hässlicher Hut. Wer trägt so ein Ding? Sollte er ins Wasser fallen? Was ist das denn? Höchst amüsant. Ich werde euch geben, was die Eindringlinge mit Gewalt. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Krass, wir haben es geschafft. Die Hagalas Rune. Benutzt sie weise. Der Runenstein Hagalas. Fraki hatte recht. Ich sollte ihm vermutlich gleich davon berichten. Das war ein interessanter und innovativer Bosskampf, der jetzt nicht so schwer war wie die anderen, aber auf jeden Fall sehr innovativ. Finde ich cool. Die Niederlage des Bischofs der Erde stärkte bloß den Entschluss des Imperium Romana, die Barbaren an ihren nachbarlichen Küsten niederzuschlagen. Aber zumindest sein Hut ward nie gefunden. Und verblieb im Besitz der Ulfung bis zum Ende ihrer Tage. Ihr habt die Runen erlangt, wie ich sehe. Simul die Riesin versammelt ihre Armee, um von Utgard loszumarschieren. Ihr müsst sofort aufbrechen. Wollt ihr euch als stark genug erweisen, ihr Verbündeter zu sein? Soll ich euch den Weg nach Utgard öffnen, damit ihr Simul um Beistand gegen ihren Todfeind Grimnir ersuchen könnt? I guess. Nein, ich sammelte die alten Runen nur zum Vergnügen. Macht das verdammte Portal auf, Weib! Hier, der Weg ist für euch bereit. Falls sich Simul nicht mit euch verbündet und der Grat, auf dem ihr geht, ist in der Tat sehr schmal, dann bringt mir den Schatz, den sie Odin gestohlen hat, sodass ich ihn zurückgeben kann. Ihr könntet Odins Gunst in diesen Zeiten gut gebrauchen. Wir werden uns wiedersehen, Wölfin, nun da die Verwirklichung eurer Bestimmung greifbar wird. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, ein Spielball dieser Hexe zu sein. Ja, so wirkt's zumindest. So, jetzt ist die Frage Elementarresistenz, Rüstung, ja. Maximale Gesundheit. Wie wär's denn mal mit Angriffsgeschwindigkeit? Wollen wir mal darauf gehen? Ich glaube, wir gehen mal auf Angriffsgeschwindigkeit. Wir könnten auch mal eine neue aktive Gabe gebrauchen. Ein breiter Pfeilring, der schwächere Gegner augenblicklich. Ja genau, klar. Sperrfeuer, her damit. Schütze mich für das in ihrem Namen vergossene Blut ehren. Kritische Treffer haben eine Wahrscheinlichkeit, Gegner einzufrieren. Jo. Kritische Trefferquote erhöhen, muss ich Level 9 sein für. Zusätzliche kritische Trefferquote, ja.
Und dann würde ich sagen, hier Pfeilring, nochmal Pfeilring. Blut für die Göttin des Winters. So, jetzt haben wir nochmal ein paar mehr aktive Fähigkeiten, die wir auch tatsächlich nutzen können. Gut, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Part wieder an der Stelle. Dann gehen wir durchs Portal. Also, bis dahin und ciao.